Oliver Pocher lässt nun wirklich niemanden mehr aus. Jeder Influencer wird nun hart attackiert. Mehrere Teenie-Stars hat es bereits getroffen, darunter auch Senna Gamur. Sie hat gerade einen heftigen Streit mit dem Komiker. Nun hat auch Jenny, die Schwester von Daniela Katzenberger, auf die Ansage reagiert. Irgendwie will sie natürlich auch weiterhin Geld verdienen, indem sie auf Instagram Werbung macht. Und genau das kritisiert er. Sie hat jetzt eine neue Ansage veröffentlicht und antwortet ihm. Allerdings nutzt sie die Zeit. Sie macht direkt wieder Werbung für ein neues Produkt. Wisst ihr, ich muss ja dafür mein Haus nicht verlassen. Ich kann trotzdem mein Geld weiterhin verdienen. Ich lasse die Firmen nicht hängen. Und ich zwinge ja niemanden, irgendwas zu kaufen. Und die, die bestellen wollen, die bestellen mit und auch ohne Rabattcode. Es gibt wirklich echt viele, die jetzt halt auch gerade in der Situation Online-Bestellungen machen. Ich gehöre auch dazu. Und wenn es da irgendwo Rabatts gibt, dann nutze ich die. Ist doch ganz klar. Und warum sollte ich jetzt einfach sagen, hey, ich verzichte auf mein komplettes Einkommen freiwillig, ohne jetzt irgendwie, dass ich das müsste ein paar Monate lang, weil das ein paar Leute blöd finden. Dann gucke ich halt, wie ich die Sachen zahle. Das macht doch keinen Sinn, Leute. Also jetzt mal wirklich, das würde doch keiner von euch machen. Also wenn das eure Einnahme, also aufs ganze Einkommen verzichten, ohne, also dass ihr das müsst. Das macht doch keiner. Also, ja. Ich finde es nicht schlimm, ich tue damit niemandem weh. Die ganzen Influencer hier machen einfach weiterhin ihren Job, weil sie müssen damit nicht mal das Haus verlassen. Also ich weiß gar nicht, was daran jetzt eigentlich so arg schlimm ist, weil man zwingt doch niemanden, irgendwas zu kaufen. Und wenn ihr nichts kaufen möchtet, dann macht's doch nicht. So, und wenn die was bestellen möchten, meinen Code benutzen, was das, also nee. Nee, verstehe ich nicht. Und aus diesem Grund gibt es bei mir weiterhin, wie gewohnt, fast täglich einen Rabattcode von einer Firma, mit der ich zusammenarbeite. Ja. Natürlich auch noch andere Sachen, ist ja klar. Also ich melde mich ja hier nicht nur, um euch irgendwelche Codes zu geben, sondern ich nehme euch ja so gut wie es geht bei allem mit. Ich gucke auch, was ich mir hier alles so einfallen lasse, was man zu Hause machen kann, dass euch allen nicht so langweilig ist. Und ja, positiv denken, Leute. Ich habe ja auch einige Influencer-Freunde, die, also ganz viele davon haben Angst, dazu irgendwas zu sagen und kuschen lieber und sind ganz ruhig. Und ich war schon immer so ein bisschen Rebell, sage ich mal. Und ich hatte noch nie irgendwie Angst zu sagen, was ich denke. Und das werde ich auch weiterhin tun. Ich stehe dazu, was ich sage und was ich denke. Und ich mache immer das, was ich für richtig halte. Klar, bleib zu Hause. Aber ich zum Beispiel jetzt lasse mir auf keinen Fall irgendwie verbieten, meinen Job zu machen. Das werde ich, ja, wie gesagt, ich lasse mich da jetzt gar nicht verunsichern. Ich mache weiterhin meinen Job und ich habe keine Angst davor zu sagen, was ich denke. So, jetzt können sich wieder ganz viele aufregen. Ich mache trotzdem weiter. Ja, in diesem Sinne fange ich jetzt mal an mit einem Rabattcode. Und zwar von der Firma Avanmay. Das ist ein Familienunternehmen. Die stellen zum Beispiel Kerzen aus Sojawachs her. Und jede Kerze ist ein Unikat. Das heißt, wie findet ihr das, was Jenny macht? Seid ihr auf ihrer Seite oder auf Pochers Seite? Wer hat recht von den beiden? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen.